Das ist Reto Knaas. Er ist Tontechniker und Jugendarbeiter und er ist zuständig für den richtigen und für den guten Ton im Schulzimmer. Das ist Miriam Sutter, eine wunderbare Sängerin und Musikerin. Und sie ist zuständig für Musik, für das Musikalische in unserem Projekt. Unser Angebot ist Popmusik self-made im Klassenzimmer. Das heisst, wir gehen in die Schulzimmer rein und wir schreiben mit den Schülern Songs, erarbeiten, aufnehmen und versuchen, die emotional, musikalisch natürlich maximal auf den Punkt zu bringen. Unser Angebot richtet sich an Kinder in Mittelstufe, 4. bis 6. Klasse oder Oberstufe, 1. bis 3. Wir brauchen mindestens einen halben Tag, kann aber auch eine ganze Projektwoche beanspruchen. Es kommt ganz darauf an, was der Wunsch ist. Es gibt Unterlagen zu verschiedenen Thematiken, zum Beispiel wie man Melodien schreibt, wie man Akkorde komponiert, wie man Text komponiert. Die, je nachdem kann man die vorab mit den Schülern anschauen. Und Nachbereitung ist immer so, dass wir die CD miteinander im Klassenzimmer gerne überreichen und dann mit den Schülern die auch wirklich feiern. Wenn wir mit unserem Angebot in die Schule gehen, bringen wir grundsätzlich alles mit. Vom Kabel bis zum Mikrofon und Aufnahmegerät haben wir alles dabei. Da muss sich die Schule um nichts kümmern, weil das ist ja genau das, was wir im Schulzimmer liefern wollen. Ein bisschen Studioatmosphäre, was halt braucht, um einen Song aufzunehmen. Von der Schule bräuchten wir 2 Klassenzimmer. Und wenn vorhanden, ist es nie schlecht, wenn wir noch ein E-Piano hätten oder ein Klavier. Aber da sind wir relativ flexibel. Wenn nicht vorhanden, dann habe ich so etwas im Repertoire. Wir nehmen alles mit, was man braucht. Genau. Am Schluss des Projekts haben wir einen Song in der Hand auf CD aufgenommen, der vor wenigen Tagen noch gar nicht existiert hat, wo die Kinder selber erarbeitet haben und wo sie später auch ihren Kindern noch vorspielen können. Das Erlebnis vor dem Mikrofon, das finden, glaube ich, alle einfach der Brüller. Weißt du, sich zu hören, ziehen Kopfhörer an und dann hören sie sich zuerst mal laut und dann auch zu merken, hey, wow, ich kann ja noch etwas aus meiner Stimme rausholen. Weil singen kann jeder. Es ist ein bisschen Popstar-Feeling. Viele kennen es aus Videos, aus YouTube-Clips von ihren Lieblingskünstlern und plötzlich sind sie selber in dieser Rolle und das weckt schon sehr viel Selbstvertrauen. Ein gutes Gefühl. Also, wir sehen Strahlen an den Gesichtern von den Kindern.